Es gibt Menschen, die haben ein wunderschönes, totes Gesicht. Ja, die haben vorher ganz viele Falten gehabt. Und dann auf einmal sind die weg. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Ja, hallo zur heutigen Podcast-Folge. Ich bin heute in der unmittelbaren Nachbarschaft sozusagen, 10 Minuten von meiner Wohnung weg in Bodenheim bei Henna. Hallo Henna. Hallo Sven. Stell dich bitte mal den Podcast-Hörern kurz vor. Ja, mein Name ist Henna Mario Franziskus Barber. Ich bin Sterbebegleiter, Hypnotiseur. Ich arbeite in der Behindertenarbeit sowie also auch in der Demenzarbeit. Bin Supervisor und mache auch ab und zu Moderation. Und ja, in meinem ganzen Tun und Handeln bin ich zu Hause, fühle mich wohl und mein Kreis ist dadurch rund. Ich habe mit dir Kontakt aufgenommen über LinkedIn und was mich besonders fasziniert hat, war Hypnose zur Sterbebegleitung. Es gibt auf dem Gebiet der Sterbebegleitung ja sehr viele Leute, die relativ jung sind, die meinen, sie können da viel Gutes tun. Bei dir ist es ein bisschen was anderes. Du bist schon ein bisschen älter, du bist schon älter als 30, wenn wir hier so gegenüber sind. Ich habe gerade gesagt, wir sind ungefähr ein Jahrgang. Du hast mir vehement widersprochen. Du machst Hypnose in diesem Bereich und du hast eine eigene Geschichte, die unglaublich ist. Also ich war auf deiner Website und abgesehen davon, dass ich dein Logo großartig finde, ist deine Lebensgeschichte noch viel großartiger. Magst du mal den Podcast-Hörern erzählen, was du über dich erzählen magst? Ja, klar. Warum nicht? Ich bin als behinderter Mensch auf die Welt gekommen, ausgelöst durch einen Sauerstoffmangel im Mutterleib und seitdem bin ich rechtzeitig spastisch gelähmt. Und ich hatte es nie einfach als Kind in der Schule und auch dann späterhin, als ich erwachsen wurde, habe ich gedacht, das hört mir auf mit den Menschen, die mich also ständig in irgendwelche Zwänge oder Ängste drücken oder wie auch immer. Aber ich musste also feststellen, dass es da also auch Menschen gibt, die mir ungut getan haben. Ja, und ich habe einen Beruf gehabt früher. Ich war Organisationsprogrammierer, habe in einem Rechenzentrum gearbeitet für eine bekannte Bank. Und dann späterhin, als ich aus dem Berufsleben raus bin, habe ich 2009 mit der Sterbebegleitung angefangen, Ausbildung hier in Mainz. Und viele Freunde, die das damals mitbekommen haben oder auch teilweise Familienmitglieder, haben gesagt, kannst du dir nichts Schöneres aussuchen wie die Sterbebegleitung, da wo man also was anderes tun kann, wo man lachen kann, wo man Kommunikation hat mit anderen Menschen. Und da habe ich gesagt, nein, genau das ist meins. Ja? Wir lachen, wir weinen alle zusammen, ja, und wir streiten auch. Ja, und das ist also auch ganz wichtig. Und die Sterbebegleitung ist für mich ein Teil meines Lebens, das bin ich, und für mich gibt es nichts Schöneres, wie einen Menschen, der es zulässt, bis in den Tod hinein zu begleiten. Und darüber hinaus Familien und Freunde, wenn Bedarf steht und wenn sie mich fragen. Jetzt hast du gesagt, ihr lacht und ihr streitet. Ja. Ja. Man hat ja, die wenigsten von uns haben wirklich tagtäglich Berührungspunkte mit Menschen, die sterben. Der Tod wird immer so ein bisschen weggeschoben. Ich selbst habe in meinem Leben 2 Menschen aus der Familie bis kurz vor dem Tod begleitet. Beim Zeitpunkt selbst war ich dann nicht anwesend.
Ich habe früher im Rettungsdienst Menschen reanimiert. Ich habe Todesnachrichten überbracht von Unfallopfern an die Angehörigen, war im Notfallnachsorgedienst. Das heißt, ich weiß, was da an Emotionen passiert bei den Angehörigen. Und umgekehrt aber auch, wie entspannt, friedlich und oft mit sich selbst im Reinen die Menschen sind, die es betrifft. Und tatsächlich habe ich auch Menschen 2 Stunden vor ihrem Tod erlebt, die noch Witze gemacht haben. Ja, oder die, wie du eben auch sagst, sich gestritten haben, weil ihnen irgendwas nicht gepasst hat. Und wenn es ein Kissen war, das irgendeine Falte hatte. Mhm. Was war so für dich bislang das eindrucksvollste Erlebnis, das du in der Sterbebegleitung erlebt hast? Das eindrucksvollste Erlebnis ist, wenn Menschen sich mich anvertrauen, sterbende Menschen, und zulassen, dass ich sie begleite. Es muss natürlich eine Win-Win-Beziehung sein, sonst funktioniert es ja nicht. Ja? Ja. Und ich kann vielleicht da was Nettes erzählen. Ich habe vor Jahren einen Herrn getroffen auf dem Flur eines Hospizes, in dem ich tätig bin. Und wir haben uns angeschaut und es war sofort eine Verbindung da. Und ich durfte ihn begleiten bis in den Tod hinein und muss dazu erzählen, mein Vater ist mit 36 gestorben und ich hatte das Gefühl, ich begleite da meinen eigenen Vater nochmal. Mhm. Ja? Und habe den Sterbeprozess mitbekommen bei ihm und das war also eine wunderbare Erfahrung. Oder auch bei anderen, die ich einfach lieben gelernt habe. Es ist eine Liebe auf Zeit. Ja, du musst so ein Profi sein, dass du dann auch sie gehen lassen darfst. Hm. Ja, und das ist also was Wunderschönes. Ein Kollege von mir hat viel mit Tumorpatienten gearbeitet, hat Gesundheitsreisen angeboten nach Namibia. Mhm. Und er hat mir erzählt, auf den Reisen ist nie jemand gestorben, aber als sie dann wieder in Deutschland waren, irgendwann eben schon. Mhm. Und er hatte dann so ein Ritual, dass er eine kleine Kerze, so wie diese Christbaumkerzen in dieser Größe, angezündet hat, mit einem Foto von dieser Person. Und da hat er sich mit einem guten Glas Wein hingesetzt und hat einfach nochmal an die gemeinsame Zeit gedacht, um für sich dann diesen, ich sag mal, ich möchte nicht sagen Fall, aber eigentlich ist es so gewesen, den Fall für sich abzuschließen. Mhm. Hast du irgendein Ritual, das du praktizierst, wenn jemand verstorben wurde? Ja, ganz genau. Das Ritual ist, wenn jemand gestorben ist und er wurde dann wunderschön zurechtgemacht, das habe ich auch schon gemacht, habe auch schon dabei geholfen. Und dann verabschiede ich mich von diesem Menschen und in einer Art und Weise, wo ich ihm viel Glück und eine gute Reise wünsche, da wo er ankommt, wird ihm ganz viele liebe Freunde oder Familie auch wieder begegnen und das tut gut und in all den Gesichtern, die mittlerweile gestorben sind, war zum überwiegenden Teil eine Zufriedenheit zu sehen. Ja? Und es gibt Menschen, die haben ein wunderschönes, totes Gesicht. Ja? Die haben vorher ganz viele Falten gehabt. Hm. Und dann auf einmal sind die weg. Ja? Mhm. Und für mich ist ganz wichtig, sich von Menschen zu verabschieden, in meiner eigenen Art und Weise, wie ich sie eben schon ein bisschen erzählt habe, weil das ist für mich dann auch ein Abschluss. Ja? Also gehst du dann anschließend noch zur Beerdigung? Es kommt immer drauf an, wie die Zeit ist, der Beerdigung, ja, ob ich da nicht was anderes habe, aber bei Menschen, die mir absolut wichtig waren in meinem Leben, die ich begleiten durfte, gehe ich auch zur Beerdigung. Ja. Meine beiden Kinder, Leo ist jetzt 17, Jonathan ist 7, die waren beide dabei, als ihre Urgroßväter gestorben sind.
und haben auch die Leichen gesehen und sowas. Und das ist ja heutzutage etwas, mit dem man ein bisschen anders umgeht als vor ein paar Jahren noch. Du hast gerade eben im Vorgespräch eine Situation aus deinem Leben beschrieben. Mhm. Hast du viele Kinder, die du dann auch in diesem Bereich mit einbeziehst? Oder ist das etwas, was eine Vier-Augen-Betreuung ist bei dir, wenn du die Sterbebegleitung machst? Ich finde, Kinder gehören auch zum Sterben dazu. Ja, früher hat man sie abgekanzelt, aber Kinder können ganz anders mit dem Tod umgehen als wir erwachsene Menschen. Viel leichter. Ja, und ja, ich habe Kinder und ich beziehe sie auch damit ein, wenn in der Familie irgendjemand geht, ja, oder stirbt, wenn sie dann vor Ort sind, ja, wir reden drüber, ja. Hm. Was war der jüngste Mensch, den du bislang betreut hast? Der jüngste Mensch, den ich betreut habe, war dement. Und es war nicht im Hospiz. Ich bin ja, wie gesagt, also auch ausgebildeter Demenzbegleiter. Hm. Und da gab es in meinem Leben, das war, glaube ich, ja, vor 2 Jahren, eine junge Frau, die wurde mit 37, hat sie Alzheimer-Demenz bekommen. Und die Familie hat nach einem Profi gesucht, der auch ein bisschen hilft, die Dame zu begleiten. Und das habe ich dann sehr gerne angenommen, aber erst im Vorfeld ist dann eine Kollegin mit mir dorthin gefahren und wir haben uns die Situation angeschaut und dann habe ich gesagt, gib mir 3 Tage Zeit, ich überlege mir das, ob ich diese Begleitung mitgehe in ihrem Leben. Und nach 3 Tagen habe ich zugesagt, aus folgendem Grund, es hätte ja auch eins meiner Kinder sein können, die also an dieser Krankheit erkrankt wären. Und da wäre ich vielleicht auch ganz froh, wenn irgendjemand noch da wäre, der mithilft, den Menschen zu begleiten. Hm. Diese junge Frau habe ich, glaube ich, 3 Jahre begleitet und dann ist sie gestorben mit 42. Hm. Das ist wirklich jung, ja. Ja, eine Mutter von 2 Kindern, das war schon sehr hart. Sind oft eben diese Schicksale auch, die, glaube ich, in der Sterbebegleitung, wenn du 3 Jahre mit jemandem arbeitest, da kriegst du ja sehr viel mit, ja, was in dieser Familie passiert, im Guten wie im Schlechten. Auf alle Fälle. Na, und dann ist es ja nicht so, als würdest du jetzt im Hospiz mit jemandem arbeiten und du weißt, das ist vielleicht ein Zeitraum von 4 Wochen, das kann man ja ungefähr abschätzen. Das ist ganz unterschiedlich im Hospiz. Es gibt Menschen, die sind etwas länger da, aber es gibt auch Menschen, die heute zu uns ins Hospiz kommen und morgen versterben. Hm. Klar. Ja? Ja. Aber eine ganz persönliche Begleitung über eine längere Zeit hin, egal ob im Hospiz oder auch in meiner anderen Arbeit, das ist natürlich was ganz anderes. Hm. Ja? Du hast jetzt schon ein paar Mal von Loslassen gesprochen. Ja. Was glaubst du, macht es den, oder ich frage mal anders, man hat ja immer das Gefühl, wenn jemand so lange kämpft, bis er stirbt, dass ihn irgendwas hier hält. Und dann hört man in Krankenhäusern oft, ja, gehen Sie mal einen Kaffee trinken. Und wenn man dann den Kaffee trinken geht, dann kann derjenige sich entspannen und verstirbt. Und dann kommt der Angehörige zurück, hat zwar einen Kaffee, aber ist irgendwie auch ein bisschen enttäuscht, dass er nicht dabei sein konnte oder so. Dann gibt es Fälle, wo man das Gefühl hat, da wartet jemand noch, bis noch mal ein Familienmitglied, das von weiter her gekommen ist, da war. Also solche Geschichten hört man ja, ist auch immer wieder Teil von Dokumentationen oder Erzählungen. Was hast du so erlebt, was Loslassen leichter macht? Weil ich auch gehört habe, dass viele
Menschen, die im Sterbeprozess sind, versuchen wieder in die Embryonalstellung zu kommen. Mhm. Und wenn die Pflegekräfte sie dann ständig auf den Rücken legen, weil sie da besser gewaschen und versorgt werden können, würde ihnen das Ganze auch erschweren. Wie ist so deine Erfahrung? Meine Erfahrung ist, also es gibt wirklich Menschen, Sven, was du eben gerade gesagt hast, die einfach nicht sterben können, weil sie auf einen geliebten Menschen warten. Ja, vielleicht der im Ausland wohnt, vielleicht ist es die Tochter, vielleicht ist es auch eine andere Verwandtschaft und so weiter, die ein Lebtaglang sehr wichtig war, und darauf warten sie. Ja, gell? Und bis sie dann ihren Abschluss finden, ja, gell? Oder es gibt auch viele Menschen, die sich mit irgendwelchen Gedanken quälen, ja, und die sie dann erst verarbeiten müssen, bis sie dann gehen dürfen. Ja. Ja? Also da hast du vollkommen richtig gehört. Sind das aus deiner Sicht auch kulturelle Unterschiede, wie die Menschen sich verabschieden, dass vielleicht Menschen gibt, die lieber alleine bleiben möchten? Ja, also von meiner Überzeugung her ist es so, dass jeder Mensch genau weiß, mit wem er Kontakt haben möchte im Sterbenprozess. Hm. Ja? Und es gibt halt auch viele Menschen, die sagen, aha, jetzt ist er gerade mal die Tür rausgegangen. Ja, auf Toilette oder irgendwo hin oder holt sich gerade einen Kaffee, dann nutze ich die Zeit und sterbe. Hm. Ja? Weil dann möchte der Mensch gehen, wenn er alleine ist. Aber es gibt auch viele, die sagen, sie möchten die Familie dabei haben. Hm. Ja? Und meistens passiert es dann auch, ja? Dass sie gerade den Menschen dabei haben wollen, den sie sich schon immer gewünscht haben. Es klingt fast so, als wäre es eine Entscheidung, die man treffen kann in dem Moment und gar keine Willkür des Körpers, der irgendwann sagt, jetzt ist einfach der Organismus so weit, dass er nicht mehr kann, und man dem ausgeliefert ist, sondern das hört sich für mich jetzt so an, als wäre irgendwann ein Punkt, an dem der Mensch für sich beschließt, jetzt sterbe ich. Ich glaube, dass ein Mensch das also auch spürt, ja, dass er nicht mehr so lange lebt oder dass er spürt, dass er gehen muss, das habe ich also eben auch schon gesagt, und dass er den einen oder anderen ganz gerne dabei hat, davon bin ich überzeugt. Auch du, Sven, wenn du dir Gedanken machst, und dir eine ganz bestimmte Person bei deinem Ableben wünscht, bin ich überzeugt davon, dass er da ist. Wenn es jetzt nicht gerade die Großeltern sind oder die Eltern, die dann schon verstorben sind. Ja, klar. Ich glaube tatsächlich, dass Sterben auch gar nichts mit Krankheit zu tun hat, sondern dass, also ich sag immer so, ich möchte gerne an meinem 150. Geburtstag noch mal eine große Party machen und mich danach gemütlich in einen Sessel setzen und aufhören zu atmen. Das ist so, wie ich mir das vorstelle. Ne? Mhm. Und ich denke mir, wenn ich so einen Deal mache mit dem Leben, dass wir uns darauf einigen, dann muss ich mir auf dem Weg dorthin keine Gedanken über Erkrankungen machen, weil ich weiß, dass das alles wieder, wenn mal was kommt, verschwindet. Mhm. Und gleichzeitig weiß die Welt, ich werde nicht für immer hier bleiben, sondern es gibt einen Tag, an dem ich gehe. Ja, für uns alle. Und es gibt ja viele, ich sag mal so, Meditationsgurus, denen nachgesagt wird, dass die einen gezielten Zeitpunkt wählen, der dann tatsächlich zu ihrem Tod führt. Und zwar nicht durch irgendwelche Gewalteinwirkungen, sondern tatsächlich, indem sie ihren Körper, ja, den Atem beenden oder irgendwas anderes. Hast du kulturübergreifend im Rahmen deiner Ausbildung da auch den Tod und den Umgang mit dem Tod in anderen Kulturen kennengelernt? Teilweise, ja. Und es gibt halt auch Kulturen, die haben andere Rituale. Mhm. Ja, es gibt Kulturen, da muss der Mensch innerhalb von 48 Stunden, glaube ich, beerdigt werden. Ja. Ja, hast du sicherlich auch schon gehört. Ja, und ja klar, ja. Gibt es da andere
Rituale, andere Begebenheiten. Auch der Umgang mit dem Tod zum Beispiel. Letztes Jahr war ich mit meinem ältesten Sohn in Ghana und wir sind in ein Dorf gefahren, wo wir einen Trinkwasserbrunnen gebaut haben, der dann eingeweiht werden sollte. Und Leo kam mit einem T-Shirt, auf dem Totenkopf drauf war. Und wir sind dann da mit dem König des Volkes unterwegs und er hat gleich gesagt, du kannst mit diesem T-Shirt nicht in das Dorf gehen, weil die sonst glauben, dass du den Tod ins Dorf bringst. Ne? Ja. In Mexiko gibt es so richtige Feiern, wenn man zu einem Jahrestodestag dort ist. Und in Bulgarien habe ich erlebt, von einem guten Freund, der verstorben ist, dass ein Jahr nach dem Tod, am Todestag, die Familie an das Grab gegangen ist, dort auch Beigaben gelassen hat und quasi Geschenke, Dinge, die er gerne gegessen hat und sowas, die sich dann nachts die Tiere holen, aber dass man einfach den Verstorbenen so im Leben lässt. Ja. Du hast vorhin auch gemeint, man trifft dann die ganzen lieben Menschen wieder. Das heißt, du glaubst an eine ganz bestimmte Entwicklung, die nach dem Tod mit der Seele passiert. Und wie ist das jetzt, wenn du jemanden hast, der sagt, ich bin Naturwissenschaftler, danach war es das. Oder jemand, der kommt und sagt, ich habe Angst, dass der Wunsch, dass danach was kommt, nicht stimmt. Ich glaube, das überlasse ich jedem selber. Es gibt ja Menschen, die haben Tod vor dem Angst. Angst vor dem Tod. Ja. Ja. Und es gibt Menschen, die haben keine Angst mehr. Mhm. Ja. Es gibt Menschen, die glauben, sie werden wiedergeboren. Ja. Und es gibt Menschen, die sagen, das war's dann. Ja. Ich glaube, der Glaube ist da maßgebend. Ja. An was du glaubst. Ja. Dass sich das erfüllt. Hm. Gab es viele Beichten? Also, ich habe einmal erlebt, dass mir jemand kurz vor seinem Tod offenbart hat, dass er ein Leben lang ein Geheimnis hatte, und zwar, dass er homosexuell war. Und er war verheiratet, ein großer Unternehmer, und er hat gesagt, das hätte sein komplettes Leben ruiniert, wenn das irgendjemand mitbekommen hätte. Aber er hat immer Männer eingestellt, die er attraktiv fand. Und hat eben zur Deckung mit einer Frau zusammengelebt und mit ihr auch alles gemacht, was man eben in einer heterosexuellen Ehe macht. Aber das war so sein großes Lebensgeheimnis und das hat nie jemand erfahren aus seiner Familie. Hast du so Momente der Beichte oder dass man noch irgendwelche Sachen loswerden möchte, die einem auf der Seele liegen, erlebt? Ja, habe ich. Ja. Ja. Und in dem Moment, wo ein Mensch mir das also anvertraut hat, war er wesentlich freier. Es war draußen. Und du warst kein Familienmitglied, das heißt, konnte er das sagen? Eben. Ich habe ja auch einige Klienten bei der Hypnose und so weiter, die mir einiges anvertrauen und da gibt es also auch irgendwelche Geheimnisse manchmal und wenn die ausgesprochen sind, dann geht es dem Menschen schon wesentlich besser. Das würde der sicherlich nie seiner Familie oder seinem besten Freund oder was irgendwie erzählen. Ja? Genau. Das sind einfach dann Sachen, die dann in dem Moment ausgesprochen werden, ja? Und der Mensch sich dann wesentlich leichter, besser fühlt. Gut, das ist ja dann im Rahmen der Therapie. Man macht ja keine Therapie, um Dinge zu verschweigen, sondern um eben auch mal über Dinge zu sprechen, über die man sonst nicht sprechen würde. Ich finde es nur interessant, dass jemand kurz vorm Tod dann noch irgendwie den Wunsch hat, was zu klären oder ja, nochmal. Ne? Weil er vielleicht der Annahme ist, ja, wenn es ausgesprochen ist, dass es gut ist. Ja, ist ja auch oft so. Ja, dass er seinen Frieden finden kann. Ja? Kommen wir mal zur Hypnose in diesem Bereich. Ja, also, gerne. Denn das, was wir ja jetzt besprochen haben, ist Sterbehilfe, wie viele Menschen Sterbehilfe eben anbieten. Die in meiner Hypnosearbeit war der bislang anspruchsvollste Wunsch mal von einem schwerkranken Krebspatienten, der mich gebeten hat,
eine Hypnose aufzunehmen mit dem Ziel, ihn sterben zu lassen. Mhm. Ich habe ihm den Wunsch erfüllt, war im Nachhinein froh, dass er nicht in dieser Hypnose verstorben ist. Die Hypnose hat ihm gut getan, um loszulassen und viele andere Sachen zu machen. Auf alle Fälle. Ja. Eine Kollegin von mir hat mit ihrer Oma gearbeitet, die 99 war, und da gab es eine interessante Geschichte. Du kennst wahrscheinlich die Metapher von dem weisen alten Mann, den man besucht. Das hat sie mit ihrer Oma gemacht, und dann meinte die Oma während der Hypnose nur, es fällt mir ein bisschen schwer, mit meinen 99 Jahren mir einen deutlich älteren Mann vorzustellen. Und da ist in der Hypnose zum Beispiel rausgekommen, dass die Oma so gerne noch so viele Sachen gemacht hätte. Mhm. Und ihre Enkeltochter, die wie gesagt Hypnosetherapeutin war, hat dann gesagt, Oma, sag mir, was du machen wolltest, und ich mache das dann für dich. Mhm. Und dann haben die eine Liste geschrieben, und dann ist sie gegangen. Ja. Also das sind so zwei Bereiche, in denen jetzt Hypnose in meiner Arbeit mal aufgetaucht ist, im Bereich Sterbebegleitung. Mhm. Wie verwendest du die Hypnose? Das war jetzt jemand, der nach Hypnose gefragt hat. Genau. Ja? Wenn das jemand machen würde, würde ich das genauso oder in einer Art, ähnlichen Art und Weise auch machen. Mhm. Aber ich benutze, wenn ich merke, ein Mensch möchte, dass ich ihn begleite, benutze ich hypnotische Sprachmuster, die er nicht kennt, ja, und arbeite mit ihm auch nonverbal. Ja? Und ich hatte gerade letztes Jahr war jemand aus der Familie, der es zugelassen hat, in der Sterbephase, dass ich ihn hypnotisiert habe. Und nach dieser Hypnose durfte er gehen. Hm. Und das war für mich ein unwahrscheinlich wunderbares Geschenk. Ja, und ich habe nonverbal gearbeitet mit ihm. Seine Tochter saß nebendran. Und das war ein wunderbares Erlebnis auch für mich, dass der Mensch das angenommen hatte, auch auf dem Weg dahin zum Sterben zu gehen. Mhm. Ja? Und es gibt sehr viele Menschen, die ich in der Sterbebegleitung, die mich annehmen, die mich akzeptieren. Ja? Und dann kann es sein, dass es also morgen soweit ist oder auch vielleicht in 2-3 Monaten. Ja, das ist also unterschiedlich, bis sie dann gehen dürfen. In welcher Regelmäßigkeit siehst du dann die Menschen? Bei mir ist es also so, ich gehe einmal in der Woche ins Hospiz. Mhm. Wenn ich jemand habe, den ich begleite, weil es einfach passt. Ja? Mhm. Bin ich für den Tag und Nacht erreichbar. Ja? Wie regelst du denn dein Familienleben? Also, deine Familie weiß, dass du das machst. Ja. Und wenn das jetzt, ich sag mal, eine größere Gruppe von Menschen ist, die du begleitest, dann kann das ja sein, dass du relativ oft weg bist. Du meinst, dass es mehr Menschen sind, die ich begleite dann? Ja, dass einfach deine Familie das Gefühl hat, dass die Menschen, die du begleitest, den Tod in dem Moment wichtiger sind als die eigene Familie. Das ist ja oft bei Therapeuten eine große Gefahr. Ja. Ja, gerade wenn es im Familienleben nicht ganz so entspannt und kuschelig ist, wenn man dann natürlich auch Probleme und Aufgaben und Herausforderungen diskutiert. Und in der Therapie, da hat man im besten Fall jemanden, der einfach nur dankbar ist und einen, egal was man tut, toll findet. Wie gehst du damit um? Dadurch, dass ich das ja schon eine Zeit lang mache, ist das also für uns hier kein Thema mehr. Meine Frau akzeptiert das und meine Kinder sind auch schon aus dem Haus. Ja, für mich ist das die schönste Sache der Welt, wenn ich einen Menschen oder
in dieser Art und Weise helfen darf oder auch bei meiner anderen Tätigkeit. Wie gesagt, der Slogan von mir ist, der Mensch ist mir wichtig und dazu stehe ich. Ja, genau. Du hast noch einen zweiten Slogan. Ja. Never give up. Hm? Never give up. Ja, niemals genau. Gib niemals auf. Ja. Ja. Du hast, ist mir auch sehr wichtig. Ja. Du hast vorhin erzählt, dass du als behinderter Mensch oder gehandicapter Mensch auf die Welt gekommen bist. Ja. Deine rechte Seite ist gelähmt. Spastisch gelähmt seit Geburt, genau, ja. Trotzdem läufst du Marathon und du machst Fallschirmsprünge und du machst, du machst Skydiving. Ja, also wenn man auf deiner Website guckt, dann sieht man da jemanden, wo man denkt, okay, was macht der, ich sag das mal ganz spannend, was macht der alte Mann da für aufregende Abenteuer? Und wenn ich in dem Alter bin, möchte ich das auch noch machen. So. Und ich sag mal, es ist eine Sache, die meisten, ich frage dich ganz offen, wie alt bist du heute? Ich bin heute 70 Jahre. 70, so. Mein Vater ist jetzt auch, der ist 72. Der würde sowas nicht mehr machen. Ja? Der, so. Die wenigsten 70-Jährigen, die ich kenne, laufen Marathon, springen aus dem Flugzeug und gehen nach Viernheim, um da auch mal gleich ein bisschen Werbung zu machen, zum Skydiving. Und jetzt ist es ja aber so, selbst wenn man fit im Sinne von körperlich ohne Handicap mit 70 sowas nicht macht, ist es ja umso erstaunlicher oder umso beeindruckender, wenn du das machst. Mhm. Ist das etwas, wo du dir irgendwann gesagt hast, und jetzt erst recht, oder bist du ein gläubiger Mensch und sagst, ich habe mich nicht gefragt, warum der Herrgott mich so auf die Welt hat kommen lassen, sondern ich weiß, dass er eine Aufgabe für mich hat und die habe ich jetzt gefunden, weil man ja erst leben muss, um seine Lebensaufgabe zu finden. Was motiviert dich? Was treibt dich an zu solchen Dingen? Du könntest es ja auch entspannter angehen lassen. Ja, gut gesagt. Ja, also bei mir ist es so, ich sage immer, wenn mich irgendjemand fragt, wie kommst du damit zurecht oder wie auch immer, mit der ganzen Behinderung, die du hast, dann sage ich, der liebe Gott hat sich schon was dabei gedacht, als er mich auf die Welt hat kommen lassen, war bestimmt irgendwo im Urlaub oder wie auch immer. Und mittlerweile sage ich, es ist gut so, wie ich bin. Ich habe also so, wie gesagt, als junger Mann oder als Kind schon, bin ich gehänselt worden, ich bin gequält worden in der Schule und habe erst meine Ellbogen bekommen mit 45 durch eine ungute Situation. Und ja, ich glaube so, das ist so die innere Triebfeder bei mir, die einfach sagt, das will ich einfach mir selber beweisen, ja, dass ich das kann. Und ich bin ein Mensch, der da erst anfängt mit irgendwelchen unangenehmen oder angenehmen Sachen, wo andere sagen, hier Schluss. Ja? Ich kenne keine Nähe und Distanz in meiner ganzen Arbeit. Ja? Ich hatte eine Situation, wo ich etwas erlebt habe mit einem lieben Menschen und da hat die Familie gesagt, ich kann dich verstehen, wenn du jetzt aussteigst. Dann habe ich gesagt, genau das ist es, ich steige nicht aus. Jetzt erst recht. Ja? Und zu meinem Marathon, ich bin also 6 Marathons gelaufen in meinem Leben, Halbmarathons und so weiter, da bin ich dazu gekommen. Ich habe einen sehr engen Freund, der also in jungen Jahren schon nicht Marathon gelaufen ist, aber der schon da gejoggt ist und
der hat gesagt, probier's doch einfach mal. Und dann fing ich an mit 30 das zu trainieren. Und irgendwann hat es dann funktioniert. Mhm. Früher, wenn man mich auf der Laufstrecke gesehen hat, bin ich wie ein sterbender Schwan gelaufen, weil ich bin gehumpelt. Ja, durch meine Behinderung. Aber dann ging es immer wieder weiter von Halbmarathon zu Vollmarathons. Meinen ersten Marathon habe ich, Vollmarathon habe ich 2004 erlebt in Berlin. Da bin ich extra nach Berlin. Toll, ja. Ja, weil ich mir nämlich gesagt hatte, nicht in Mainz. Ja, wenn ich dann irgendwo bei Kilometer so und so viel stehen bleibe. Kennen mich alle. Ja, das muss nicht sein. Du hättest höchstens einen Schwellkopf aufziehen können. Also hättest ja. Verkleidet, aber. Ja. Aber dann bin ich nach Berlin. Ich wollte eigentlich auch mit diesem engen Freund zusammenlaufen. Der hat aber dann 14 Tage vorher gesagt, ich kann nicht, ich habe was am Knie. Mhm. Aber er hat mich dann begleitet. Meine Frau war auch dabei. Meine Frau hat uns gut bekocht. Er war als Coach dabei. Und dann bin ich meinen ersten in Berlin gelaufen und bei Kilometer 36 kam dann ein Einbruch. Meine Waden wurden hart und alles Mögliche. Und rechts und links die Massagen liegen. Ein Mädel hübscher wie das andere. Ja, ganz komisch. Ne? Ganz komisch. Die werden auch von Kilometer zu Kilometer immer hübscher. Ah, und jünger und so weiter. Stärker werden. Ja, und da habe ich gesagt, was machst du denn jetzt? Ich habe wirklich viel Schmerzen gehabt in den Beinen und so weiter. Und da habe ich gesagt, Barbara, wenn du dich da drauf begibst, da bleibst du liegen, lässt dich schön massieren, stehst nicht mehr auf. Und dann kam der Slogan, den sehr viele kennen, quäl dich, du Sau. Mhm. Ja? Und der fiel mir dann ein, da habe ich gesagt, das ist es, quäl dich, du Sau. Mhm. Und da fing ich dann an mit Intervalllaufen und habe das Ziel erreicht. Und das war's dann. Hast du vorher durch deine Beeinträchtigung Schmerzerfahrung gehabt? Also kennst du Schmerzen, chronische Schmerzen durch deine Behinderung? Ja, ich kenne seelische Schmerzen, ja, die mir zugefügt wurden. Und ich sah ja nicht immer so nett aus, wie ich jetzt aussehe. Auch wenn ich einen langen Bart habe oder wie auch immer. Ich bin früher gehumpelt. Ich habe früher einen Sprachfehler gehabt. Ja, und es war nicht immer so lustig. Aber dass du dann mit Selbsthypnose damit auch schon gearbeitet hast oder Kompensationsstrategien, dass es dir jetzt auch leichter gefallen ist, beim Marathon zu sagen, komm, das ist nichts, was mich umbringen wird, dieser Schmerz. Das ist einfach nur der Körper, der sagt, hör auf, ja. Du willst es doch auch. Ja. Ja, wir müssen hier keinem was beweisen, ja. Reine Kopfsache. Ja. Und deswegen kann ich weitermachen, weil ich solche Formen von Schmerzen kenne. Diese Marathonschmerzen am Körper waren andere Schmerzen. Ja, aber ich glaube, du hast es eben schon richtig gesagt, dadurch, dass ich immer wieder geprügelt worden bin als Kind oder mir Schmerzen zugefügt wurde, habe ich etwas gelernt fürs Leben, dass ich da, glaube ich, anknüpfen kann, jetzt gerade beim Marathon, wo ich gesagt habe, nein, jetzt erst recht. Ja? Da musst du durch. Ja? Auch beim Fallschirmspringen, da habe ich also gedacht, irgendwann musst du das machen, auch wenn du noch so eine große Angst hast. Ja? Aber dann bin ich in die Selbsthypnose rein. Ja. Und das hat absolut funktioniert. Ja. Ich musste da unten aus dem kleinen Flugzeug, wo ich drin gesessen habe, oder was das jetzt für eine Maschine war, weiß ich nicht. Da heißt es, jetzt springen und nicht trink erst deinen Kaffee und springen. Ja.
Und da hatte ich also aber auch dann nochmal Bedenken bei mir, aber da habe ich gesagt, Barber, das muss so sein, dass ich mich oben vielleicht irgendwie nicht mehr bewegen konnte, aufgrund meiner Behinderung oder so. Sondern das gibt's nicht. Das wird jetzt gemacht. War ja auch ein Tandemsprung, das heißt, der Hintermann, der schickt dich notfalls auch raus. Weil du ja, das hat er zwar nicht gemacht, also in dem Fall, ja, stimmt. Ja, ja. Aber ich würde es jederzeit wieder machen, weil das ist eine Erfahrung, die hat mir unwahrscheinlich viel gegeben. Hm. Jetzt arbeitest du in der Sterbebegleitung mit Dementen, aber auch mit Menschen, die eine Behinderung haben. Ja. Weil du da einfach auch authentisch sein kannst. Ja? Ich meine, wenn jetzt jemand vor dir sitzt und zu sehr in, ich sag mal, an Jammern fällt, hast du im Grunde jedes Recht zu sagen, hör auf zu jammern und nimm dein Leben in die Hand oder übernimm die Verantwortung oder was auch immer, wenn du sowas überhaupt sagen würdest. Mhm. Ja, aber das Recht stünde dir eher zu, weil du bewiesen hast, wie es ist, 45 Jahre zu überleben mit einer solchen Behinderung und den ganzen Peinigungen, die dir widerfahren sind. Und dass du dann am Ende dann doch den Blick zur Sonne gefunden hast. Hast du den Eindruck, dass du gerade aufgrund dessen auch eine höhere Akzeptanz hast bei den Menschen? Sag mir mal so, ich fange mal an. Meine Mutter hat schon ziemlich früh mal gesagt, Bub, du hast da Antennen, wo andere keine haben. Und ich hatte es nie verstanden. Jetzt erst in den letzten Jahren habe ich erkannt, was sie gemeint hat. Und ich gehe da in die Behindertenarbeit, jetzt ganz speziell. Mhm. Ich als behinderter Mensch werde ganz anders akzeptiert bei den behinderten Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf oder sein darf, die ich begleiten darf, weil ich bin einer von ihnen. Mhm, genau. Ein echter sogar. Ein echter, ja? Mhm. Gell? Und das ist was ganz Tolles, weil ich werde wesentlich schneller angenommen als ein gesunder Mensch. Klar. Ja, und ich weiß halt auch ganz anders, mit diesen Menschen umzugehen. Da möchte ich kurz nachfragen. Du hast gerade gesagt, du wirst anders angenommen als ein gesunder Mensch. Empfindest du dich dann als krank wegen der Behinderung? Ich finde mich in dieser Situation als gleichwertiger Mensch von Menschen mit Beeinträchtigung. Ja, nur hast du den Eindruck, dass Menschen mit Behinderung oder dann auch speziell du sich als krank empfinden? Nein, aber die akzeptieren mich. Ja, genau, okay. Ja, weil das ja ist krank also nicht, nein, aber die akzeptieren mich. Ach, guck mal, der hält seine Hand auch so krumm. Hm, ja. Ja? Ja, oder tut manchmal sein Bein hinten nachziehen oder wie auch immer, genau. Weil jeder sieht es anders. Ja? Das ist nämlich öfter etwas, was ich so höre, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die ein Handicap haben. Ich habe auch gerade Patienten, der da auch betroffen ist, der auch mal sagt, ja, die Gesunden machen das halt anders. Und dann denke ich mir, das Gegenteil von gesund ist ja krank. Empfindet man das, was ist dann das Gegenteil von Handicap? Ist halt einfach anders. Anders, ja. Also es ist weder normal, normal ist keiner von uns. Manche haben halt sichtbare Handicaps, andere unsichtbare Handicaps. Und weißt du, ich meine, diese ganzen Menschen, die dich in den ersten Jahren deines Lebens gequält, gehänselt und geärgert haben, die haben ja auch ein Handicap gehabt. Ein psychisches in dem Fall. Ja, ich meine, was muss in einem Menschen vorgehen, wenn man quasi ein sein fehlendes Selbstbewusstsein oder seinen Selbstwert dadurch kompensiert, dass man andere niedermacht. Mhm. Ja? Und von daher gibt es ja so gesehen das Normale gar nicht. Schau mal, Sven, vollkommen richtig, aber ich sage immer, ich trage meine Behinderung offen rum. Mhm. Ja? Wer mich kennt, der sieht es. Wer mich länger kennt, sieht es nicht mehr. Ja? Auch interessant, ne? Ja, sehr interessant. Und wenn du mir jetzt so gegenüber sitzt und siehst mich, dass ich eine Behinderung habe, habe ich gesagt, schau mal, Sven,
Wenn du jetzt das Hemd öffnest, hast du vielleicht 5 oder 6 Narben, ja, die du verdeckst. Ja, oder wie du das auch gesagt hast, es gibt ja auch geistige Narben. Ja? Menschen, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Ja? Die wunderbar aussehen, wo du es nicht siehst. Klar. Ich trage es offen rum. Aber ich bin mittlerweile mit mir im Reinen. Ja, wenn du mich vielleicht das vor 20 Jahren gefragt hättest, ey, was hast du da? Hätte ich mich rumgedreht und hätte gesagt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, da war ich also persönlich gekränkt. Heute sage ich, es ist alles in Ordnung, so wie es ist. Der liebe Gott hat sich schon was dabei gedacht, als er mich erschuf. Ja, und wer mich so nicht nimmt, in meiner ganzen speziellen Art und Weise, der geht einen anderen Weg. Bist du ein gläubiger und religiöser Mensch? Ich bin ein sehr gläubiger und religiöser Mensch, ja. Und gehöre aber keine Institution mehr an. Ja, also ein gottesfürchtiger Kirchengegner. Ja. Da gibt es viele. Genau. Aber, hattest du das weil du, Entschuldigung, ja. Aber weil du das gerade gesagt hast, ich sehe sehr häufig bei Menschen, die am Lebensende sind, ein Bild von der Mutter dastehen. Am Sterbebett oder im Zimmer. Ja? In erster Linie die Mutter und dann kommen die anderen. Nicht immer, aber sehr häufig. Okay. Ja? Weil sie dann doch der Mama doch wieder am nächsten sind. Ja? Ja. Hat dir dein Glaube geholfen, würdest du sagen, es macht es leichter? Also es gibt ja keine Beweise, man kann ja nur glauben, aber macht es das leichter? Ja, auf alle Fälle. Ja? Ja. Ich glaube an die höhere Macht. Der eine nennt es Allah, der andere nennt seine Frau zu Hause, ist die höhere Macht. Ja. Der dritte. 18% aller Männer. Es ist so. Ja. Oder an den Herrgott oder wie auch immer. Ja, und ich glaube daran und viele Menschen, die ihr Lebtag lang nicht mehr geglaubt haben an irgend so jemand, wenn sie am Ende des Lebens sind, dann glauben sie wieder. Ja, das haben wir auch, habe ich von Soldaten gehört. Ja. Am Ende, glaubst du, fängst du an der Front immer wieder an zu beten. Ja, ja, ja. Wenn du an die höhere Macht glaubst, glaubst du, es gibt auch die andere Seite, die dunkle Seite, die dich immer wieder herausfordert? Du meinst die sogenannte Hölle oder was? Oder wie willst du sie benennen? Einfach das Dämonische in den Menschen. Das immer wieder versucht ist, Dinge zu tun, die einem schaden, die das Leben erschweren, dass man sich... Es gibt Menschen mit Einschränkungen, Depressionen, wenn du das meinst, die einfach glauben, dass wenn sie sterben, dass sie irgendwie irgendwo sind, wo es ihnen nicht gefällt, glaube ich. Ja. Ich glaube auch an Dämonen. Ja. Die gibt es auch. Ja. Aber ich glaube mittlerweile, dass alles zu lösen ist. Wir kennen das ja, wenn eine Tür eröffnet sich eine andere. Daran glaube ich fest. Was ist so deine Zukunft? Du bist jetzt 70, du hast die ersten 45 Jahre, ich sag mal bis zum Alter von 50, da hat man normalerweise so einen Plan, was man im Leben möchte, Beruf, Karriere, Familie und sowas. Von 50 bis 80 sind nochmal 30 Jahre, ja, also von 20 bis 50 sind so die Hauptjahre, wenn man als Erwachsener so sein Leben gestaltet, und von 50 bis 80 sind nochmal 30 Jahre, die man heutzutage relativ entspannt
Du hast 20 Jahre davon schon erfolgreich und gut gemeistert. Was sind so deine nächsten Ziele? Du siehst für mich nicht aus wie jemand, der sagt, ach, so wie ich jetzt lebe, so mache ich die nächsten 30 Jahre weiter, sondern ich glaube, da ist noch so eine kleine Löffelliste. Mein größter Wunsch, wenn ich ein Lotto gewinnen würde, würde ich eine moderne Arche Noah bauen. Mhm. Und alle Menschen, die bedürftig sind, zu mir nehmen. Da bräuchte ich auch deine Hilfe. Weil das kann ich nicht allein stemmen. Mhm. Das ist so ein großer Traum, ein Wunschgedanke oder wie auch immer. Ja, ich möchte vielen Menschen die Hilfe anbieten, die sie benötigen, um wieder richtig Fuß zu fassen, ja, auf geerdetem Boden zu stehen. Menschen helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Natürlich möchte ich auch in Urlaub, ganz klar. Ja. Aber für mich ist ganz wichtig, dass es dem Mensch gut geht. Schau mal, ich war jahrelang im Kloster, immer wieder eine Woche oder auch 10 Tage. Und das hat mich auch viel weitergebracht. Ja, da Rituale kennenzulernen, einfach nur für mich zu sein, Handy abzugeben, ja, kein Fernseher, in mich zu gehen. Ja, zu schweigen, das macht auch was mit einem Menschen. Glaube ich, ja. Gerade diese Ruhe des Geistes, ja, die wir heutzutage, ja, im Alltag, ja, kaum noch haben. Ja, ja, ja. Klar. Und ja, ich sage, und dazu stehe ich, habe ich ja schon anfangs gesagt, es ist ein Geschenk für mich, jetzt in meinem Alter noch das alles zu machen, was ich mache. Für mich ist es keine Arbeit, für mich ist es einfach, es tut mir gut. Und irgendjemand hat mal gesagt, Männer, das ist eine Berufung, die du hast. Und für mich ist das ein wertvoller Schatz. Wenn ich dich so erlebe in dem Gespräch, das wir haben, habe ich den Eindruck, du brauchst keine Arche Noah, du bist die Arche Noah für die Menschen. Ja, danke. Henna, ich würde dir gerne, du hast vorhin von hypnotischer Gesprächsführung gesprochen. Ja. Ich schenke für gewöhnlich den Interviewpartnern als Dankeschön eins meiner Hypnosebücher. Und als hätte ich es gewusst, habe ich das Buch Die Kunst der hypnotischen Kommunikation mitgebracht, das würde ich dir gerne schenken. Danke, ja. Da freue ich mich drauf. Und vielen Dank für das Interview und wirklich diese interessanten Einblicke in deine Arbeit und auch in dein Leben und auch in diese persönlichen Erzählungen. Und du hast als Interviewpartner das letzte Wort. Ah, wir müssen noch sagen, wo man dich findet. Vor lauter Entspannung kommen wir fast über den wichtigsten, aber auch wichtigen Bereich. Ja, danke. Also man findet mich auf alle Fälle im Internet oder auch über meine Website, die lautet www.henna-hypnose.com. Da kann man mal reinschauen, das sind Telefonnummern oder wie auch immer. Wer mich finden will, findet mich. Da sieht man dich auch beim Fallschirmspringen und beim... Aber hallo! Und es soll noch nicht das Letzte gewesen sein. Genau, wir verlinken das auf jeden Fall, deine Domain, in der Podcast-Beschreibung. Ja. Und ja, dann vielen Dank aber jetzt hast du das letzte Wort. Ja, also... Ich würde mich freuen, wenn einige Menschen den Weg zu mir finden,
mich kontaktieren und mit mir zusammen einen Weg gehen wollen, der sie wieder ans Licht führt.